Wir wurden gegen 7 Uhr verständigt von einem Anwohner aus dem Mehrfamilienhaus, dass ein anderer Mieter zuvor bereits in der Wohnung randaliert hat, Gegenstände aus dem Dachfenster geworfen hat seiner Wohnung. Die Kräfte der Polizei Alzey sind dann kurz nach der Mitteilung hier vor Ort eingetroffen und haben die Person auf dem Dach stehend vorgefunden. Es wurden dann sukzessive Spezialkräfte herangeführt. Der Kontakt zu der Person auf dem Dach wurde permanent gehalten. Letztendlich ist es uns gelungen, die Person dazu zu bewegen, mittels einer Drehleiter der Feuerwehr vom Dach geborgen zu werden. Sie befindet sich jetzt in medizinischer Betreuung. Der psychische Ausnahmezustand, in dem sich die Person befindet oder befand, hat das erforderlich gemacht. Letztendlich sind wir froh, dass der Einsatz so ausgegangen ist, dass die Person nicht zu Schaden gekommen ist. Und Einsatzkräfte, wie viele waren da im Einsatz? Es waren circa 30 Einsatzkräfte vor Ort. Okay, vielen Dank. Gerne.